Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Tim Dornbusch. Hallo liebe FSV-Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Schwarz-Blau aktuell. Am vergangenen Samstag empfing der FSV Frankfurt den Balinger SC in der Bornheimer PSD-Bank-Arena. In den beiden vorangegangenen Spielen der Balinger fielen jeweils 10 Tore. Die Partie gegen den momentan formstarken Frankfurter versprach also Tore. Rund 1.100 Besucher kamen voll auf ihre Kosten. Bis zur 90. Minute lagen die in Unterzahl spielenden Bornheimer zurück, ehe Jay Kirst und ohne Ünlüçifci die Partie in der Nachspielzeit noch drehten. Cheftrainer Tim Görner fasst das Spiel wie folgt zusammen. Ja, mitreißend, sicherlich packend. Ich glaube, dass gerade der Platzverweis in der 80. Minute uns nochmal eigentlich sehr wehgetan hat, weil wir davor drauf und dran waren. Und das war natürlich schon ein Rückschlag. Trotzdem hat die Mannschaft nicht aufgegeben und hat sich dann hinten raus nochmal belohnt. Weitere Stimmen zum Spiel sowie das Highlight und das Relief der Begegnung gegen den Balinger SC und vieles mehr findet ihr auf unserem vereinseigenen YouTube-Kanal Schwarz-Blau TV. Mit dem Sieg gegen Balingen ist der FSV Frankfurt nun in 6 Spielen ungeschlagen. Die Jungs von Tim Görner möchten die Serie am morgigen Samstag weiter ausbauen, dann treffen die Schwarz-Blauen nämlich im Trierer Mosestadion auf den SV Eintracht Trier. Für die Mosestädter geht es bereits um alles. Sie müssen gewinnen, um den Anschluss zu den Nicht-Abstiegsplätzen nicht zu verlieren. Anschluss der Partie ist um 14 Uhr. Geläutet wird die Begegnung von Schiedsrichter Fabian Reuter. An den Seitenlinien assistieren ihm Harris Kresser und Stefan Faller. Funkstätter, die Biermacher. Nach dem langen Osterwochenende sind nun alle Nachwuchsmannschaften des FSV Frankfurt wieder im Einsatz. Die U16 testet am Samstag um 11 Uhr gegen SV Waldhof Mannheim. Am Sonntag empfängt die U19 in der Hessenliga den TS Oberroden an der PSD-Bank-Arena. Alle weiteren Termine findet ihr auf der Homepage des FSV Frankfurt unter www.fsv-frankfurt.de. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.